bin endlich frei. Yippie! Dann lass uns in den Zoo. Das geht nicht, Harf. Ich muss die Beweise finden, die meinen Vater entlasten. Dann hoffe ich, die Informationen sind innerhalb dieser hohen Mauern da. Was? Mist. Gleichzeitig? Was ist los? Warum wird nicht gegessen? Herr Doktor, es gibt Probleme. Hulgur und Stiesel werden vermisst. Das eine Problem habe ich gerade gelöst. Herr Doktor, eine Katastrophe! Ender ist ausgebrochen! Stiesel. Wie oft sind uns schon Patienten aus ihren Zellen entwischt? Sie meinen am Tag? So 3 im Durchschnitt. Und wie viele davon sind über die Mauern entkommen? Naja, keiner. Keiner? Richtig. Der einzige Weg rein oder raus ist durch das Haupttor. Und selbst wenn sie einen Weg findet, das Tor zu öffnen, ohne Transportmittel kommt sie keinen Kilometer weit. Sie ist noch irgendwo auf dem Gelände. Durchsucht die Stockwerke, einzeln, und führt endlich die Patienten zum Essen. Genug gedeckelt. Das ist irgendwie ernüchternd. Ich wünschte, ich hätte diese Tonne niemals geöffnet. Aber nicht doch. Harvey ist noch gut in Schuss. Ich habe meinen eigenen. Rüstzeug im Kampf gegen die Antriebslosigkeit. Lieber nicht. Harvey steht auch so schon unter Strom. Hagedi, Kugedi, Magedi, Mugedi. Bordeaux Metallic. Wie bekomme ich die jetzt auf? Es ist einen Spalt weit offen. Harvey, fahr den Wagen vor. Wie denn, Edric? Es ist zu. Harvey, fahr den... Wie... Pass auf, Harvey. Wenn du zu doll dran riechst, siehst du Farben. Blau. Sowas lernt man aus dem Fernsehen und aus Computerspielen. Und nun? Ich kann nicht fahren. Ich sollte mir Hilfe holen. Netter Schlitten. Es ist das 5. Rad am Wagen. Was hältst du davon, Harvey? Das Auto verspottet uns. Ja, ich höre es auch. Und was nun? Na was wohl? Wir spielen Autofriedhof. Autofriedhof. Wenn ich ganz vorsichtig bin, dann schaffe ich es vielleicht, ohne die Alarmanlage auszulösen.
Oh oh. Wer war das? Vögel meiden Dr. Marcells Anwesen. Tschiep! Du bist schon ein komischer Vogel, Edna. Oh, eine Vogeltränke. Wollen wir Störche fangen? Ich glaube, es gibt hier keine Störche, Harvey. Was? Das kann nur eins bedeuten. Irgendwer wildert in unserem Revier. Oh ja! Die Vogeltränke muss mit! Ich freue mich schon auf Benutze Vogeltränke mit Dr. Marcells Schreibtisch. Aber was ist das? Meine Hände sind zu schlecht gezeichnet, um die Tränke anzuheben. Zapperlott. Das ist der Gruppentherapieraum. Die Gruppe ist fort. Und ich dachte immer, Programmierer essen nicht. Das ist der erklärte Etappenfeind. Die Hake lehnt an der Wand, als wollte sie gestohlene Uhren verkaufen. Ich halte die beiden lieber getrennt. Ich hab mal gehört, dass Hasen Harken schlagen. Was hältst du von dieser Mauer, Harvey? Sie steht zwischen uns und der Freiheit. Damit hat sie sich den falschen Platz ausgesucht. Steht Dr. Marcells Chauffeur. Don't cry for me, Argentina. The truth is... Hallo? Ist er wer? Ich suche lieber einen anderen Weg. Thank you.
Okay, ich habe einen Plan. Wir fälschen die Unterschrift von Kofi Annan. Dann laden wir die Schlange zu einem Bankett ein. Wenn sie schließlich berauscht vom Wein und von der Musik der Big Band unachtsam wird, springen wir hinter dem Buffet hervor und knebeln sie. Dann müssen wir uns nur noch eine Pistole quer in den Mund stecken und diabolisch lachend mit der blonden Diplomatentochter Tango tanzen. Oh, Harvey, ich kann mich nicht mehr an die Tango-Schritte erinnern. Der Plan birgt Risiken, ich weiß. Überleg's dir einfach. Okay, ich habe einen Plan. Wir tun so, als hätten wir eine Autopanne. Wenn die Schlange vorbeikommt, hält sie an der markierten Stelle, um uns zu helfen. In dem Moment ziehen wir an der Leine, damit der Felsen auf die markierte Stelle fällt. Allerdings klemmt der Felsen und wir müssen immer stärker ziehen. Schließlich schubsen wir die Schlange von der markierten Stelle und stellen uns selbst dahin. Erst dann gibt der Felsen nach und begräbt uns. Nur unsere Hand guckt unter dem Felsen hervor. Wir können gerade noch ein Schild, auf dem Autsch steht, hochhalten. Hast du keine eigenen Ideen mehr? Ich kopiere nicht, ich zitiere. Das ist ein Unterschied. Okay, ich habe einen Plan. Wir gehen in die Politik und verfassen ein Gesetz, das alle Schlangen in Brombeeren verwandelt. Sobald das Gesetz verabschiedet ist, springen wir hinter dem Parlamentsgebäude hervor. Der Rest ist warten und Brombeeren pflücken. Die, die nach Wasserschlauch schmeckt, ist unser Kandidat. Ich weiß nicht. Ich hasse Brombeeren. Dann muss ich dich leider ausschalten, Edna. Du gefährdest den Plan. Okay, ich habe einen Plan. Wir schrauben Beine unter den Himmel und locken die Schlange nach draußen. Dann ziehen wir die Beine weg. Und wenn der Himmel dann auf die Erde fällt, wird die Schlange unter ihm eingeklemmt. Wird dann durch den Himmel nicht auch die Tür nach draußen blockiert? Ach ja, wie konnte das passieren? Was weiß ich? Jetzt finde dich nicht raus. Diese Phase des Plans stand unter deiner Verantwortung. Was hältst du von ihm, Harvey? Ich habe keine Angst vor ihm, wenn du das meinst. Das habe ich doch gar nicht gefragt. Hab ich auch nicht. Du bist frei. Ah, deswegen wohl auch die offene Tür. Aber freu dich nicht zu früh. Das größte Hindernis steht noch bevor. Ich habe den Generalschlüssel. Nun, das hatte ich schon fast vermutet. In dem Augenblick, in dem die Tür aufging. Was machen wir als nächstes? Wir brauchen ein Vehikel, sonst kommen wir nicht weit. Mann, Mann, Mann. Ein Generalschlüssel, ein Vehikel. Was als nächstes? Das Perpetuum mobile? Oder das fehlende Glied zwischen Mensch und Affe? Für das Letztere wüsste ich eine Kandidatin. Worauf wartest du noch? Los geht's! Wir brauchen ein Vehikel. Ich warte hier, bis du eins aufgetan hast. Und damit meine ich, wir brauchen wirklich Zugang zu dem Fahrzeug. Ja, genau. Wälz die Knochenarbeit wieder auf das Fußvolk ab. Ich habe einen Lieferwagen gefunden. Hast du das? Gut. Meine Hoffnungen in dich waren also nicht vollends vergeudet. Er steht in der Garage im Fuhrpark. Geh schon mal vor. Wir treffen uns dort.